Yo, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein neues Video. Viele haben sich gewünscht, yo, Kato, kannst du mir bitte das System erklären? Ich komme irgendwie nicht weiter in Fortnite Rank, beziehungsweise ich mache Wins und ich komme nicht voran. Was das Problem ist und wie man schnell Unreal wird, erkläre ich euch heute. Vergesst es nicht, bevor das Video startet, einen Daumen nach oben da zu lassen und ein Abo. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. So, Freunde, zuerst mal die Rankings. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich schon. Es gibt Bronze, Silber, Gold, Platin, Dir, Elite, Champion und Unreal. Ich bin natürlich schon Hashtag 72 Unreal. Ich habe auch schon ein bisschen was gegrindet die Season. Und ganz wichtig, Freunde. Viele von euch haben ja wahrscheinlich ihr Unranked-Match schon gespielt und wurden eingerankt und fragen sich, ich hatte einen 10-Kill-Win, aber wie kam das zustande, dass ich nur zum Beispiel Gold eingerankt bin? Und das kann ich euch heute erklären. Und zwar hat Fortnite im Vorhinein schon euch, beziehungsweise hat euch schon getrackt und hat euch so einen indirekten Rang, beziehungsweise so eine Spanne gegeben, wo ihr euch einranken könnt. Viele von euch haben wahrscheinlich auch Turniere gespielt. Also ich sage euch mal so, die ausschlaggebenden Punkte waren die Turniere, wie ihr abgeschnitten habt, wie viele Arena-Punkte ihr hattet, wie viel Average Kills, also durchschnittliche Kills ihr gemacht habt, wie die Platzierung von euch war und vor allem auch, ob ihr den epischen Sieg am Ende geholt habt. Das hat Fortnite schon in den letzten Wochen, bevor der Rank-Modus reinkam, getestet bei euren Accounts, beziehungsweise getrackt und so sind eure Ranking-Matches zustande gekommen. Ich weiß, viele haben irgendwie einen 10-Kill-Win gemacht, erste Runde, aber wahrscheinlich waren sie eher in der Silber-Gold-Elo, also in der schlechteren Lobby und sind dann auch schlechter eingerankt worden. Aber zum Beispiel, ich habe mein Ein-Rank-Match komplett verkackt, das allererste. Ich bin, glaube ich, als 80. gestorben mit 2 Kills oder so und bin Dir 2 direkt eingerankt worden. Also wirklich, es liegt wirklich drauf an, wie ihr vorher eingerankt wurde von Fortnite, weil manche Leute einfach nicht die Möglichkeit hatten, einen höheren Rank zu bekommen durch das Ein-Rank-Match. Und ganz wichtig, Freunde, ich sehe sehr, sehr oft die Frage, ich kriege keine Plusprozente, beziehungsweise woran liegt es momentan, dass ich nicht vorankomme? Also, das kann ich euch ganz einfach erklären. Fortnite hat ein Q, also eine Warteschlange Q, die bestimmte Spieler in eine Runde packt. Also, ich sag's euch schon mal so, wie es ist. Die Unreal Champion und Elite-Spieler sind alle in einer Lobby. Als Dir-Spieler ist das Ding, du kannst in die, also du kannst in die Lobbys von Elite, Champion und Unreal reinkommen, aber auch in Gold, Platin. Also es ist wirklich, es kommt auf die Uhrzeit drauf an, wie viele Leute gerade nach einer Runde suchen. Es kommen sehr viele Faktoren drauf an. Ich sag's euch mal so, in eurer Runde theoretisch könnten immer bis zu 2 Ranks Abstand sein. Also Bronze, als Bronzespieler könntest du auch einen Goldspieler drin haben, als Silberspieler einen Platinspieler und so weiter. Und da kommen wir auch zu den Prozenten, die ihr pro Runde plus macht. Und zwar, ihr wisst ja, man macht Kills, damit kriegt man Prozente. Oder man macht eine Platzierung in einer Runde. Die gibt euch auch Prozente. Aber das entscheidet nicht, wie viel Prozent ihr kriegt. Und zwar entscheidet ihr das, was für Spieler in eurer Lobby sind. Wie ich schon gerade erklärt habe, es könnten wirklich crazy, krasse Pro-Player in eurer Runde sein, aber auch gleich ein paar Noobs, und die nicht so hoch eingerankt sind. Und das macht den Unterschied am Ende, wie viel Prozent ihr in einer Runde macht. Heißt also, ihr seid Platin-1-Spieler, tötet einen Platin-1-Spieler. Heißt, ihr tötet jemanden mit demselben Rang, ihr kriegt dezente Prozente, also wirklich nicht so viel. Heißt aber, ihr tötet einen Silber-3-Spieler, ihr kriegt fast gar nichts, also fast zero, wirklich fast gar nichts. Und ihr tötet vielleicht einen Champion-Spieler, der sich irgendwie in eurer Lobby verirrt hat oder wie auch immer der da reingekommen ist. Und das bringt crazy viel. Das kann bis zu 30% bringen, wenn ihr so einen in eurer Lobby tötet. Das Ding ist halt, ihr wisst es vorher nicht. Ihr wisst nicht, gegen wen ihr spielt. Und das ist halt ein bisschen das Problem, beziehungsweise was viele nicht wissen, warum sie keine Prozente plus machen. Heißt also, Freunde, falls ihr möchtet und ganz schnell Unreal, beziehungsweise in die höheren Ränge möchtet und schneller ranken möchtet, müsst ihr wirklich konsistent Kills machen, aber auch eure Platzierung nicht vernachlässigen. Ich sage euch so, wie es ist, wenn ihr immer so durchschnittlich Top 10 kommt mit 5 Kills oder vielleicht so im Team-Modus oder im Squad-Modus 10 bis 20 Kills, werdet ihr deutlich schneller ranken, anstatt ihr euch durchcampt mit 0 Kills und 2. Platz oder so, weil die Platzierung einfach nicht so ausschlaggebend ist. Und ganz wichtig, ihr dürft auch nicht offspawn sterben. Also ihr dürft nicht landen und irgendjemanden fighten und direkt sterben, weil dann gibt es richtig dicke Minus auf Dauer. Und vor allem, wenn der Gegner auch, weil es geht ja auch genau andersrum bei dem System, wenn der Gegner euch tötet, der vielleicht nur Silberspieler ist und ihr seid Platin, dann gibt es auch richtig Minus. Also müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr konsistent ins Late Game kommt. Also ihr müsst wirklich konsistent ins Late Game kommen und probieren auch immer ein paar Kills mitzunehmen. Und dann werdet ihr höher einranken. Rechts unten. Close. Ja. Da kommt schon. Dann geht's nicht gut. 30. 150. Das zweite Mal muss noch 2 Minuten aufladen. 2 Sekunden. Was ist jetzt los? Hab ihn. War der Bunker schon davor? Ja. Ich glaub schon. Ja. Ich geh mal scannen, einmal vorher. Okay. Einer jumpt runter. Einer hinter dir gejumpt. Oh, das ist nicht gut. 12 White. Noch einer unten bei mir. Crack. Dead. Andere ist oben gelandet, oben drauf. Moin. Oh, das ist Alpha. Lol. Ja, und der Hunger ist gegessen. Boah, geil. Abgebrochen. 60, 90. Ah, du bist tot. 80. GG's, GG's. Digga, mein Aim ist so gut geworden. Wo geht die Party ab?
Unter mir, glaube ich. Da ist ein Sniper unterwegs, hinten. Ja, bin hier auf dem Turm drauf. Boah, da ist einer drinnen, ne? Ja. One Spiel! Net. Oh mein Gott. Nice. Digga. Ist noch mal drin. 100. Oh mein Gott, Digga. Ja. Der ist cracked da unten. Siehst du ihn? Ich sehe nicht, ne? Ach, da ist er, Leute. Oh, da kommt noch neuer. Du bist gescannt, Bro. Oh, ich sehe nicht mehr. Das Team kommt. Busch. Oh ja, ja, Busch. Moinsen. Wirklich. 100. Net. Oben noch eine andere. Ja. Weg, dead. Digga, was? Kracht. Naja, Digga. Weil er mich abbrecht und ich fall. Ey, diese Items sind so langweilig, Digga. Die sind alle so no-skilled. 30? Ich kann nicht den Lone pushen. 60? Crack, hab meine. Dead. Den anderen? Hier, den rechten Gang. Ja, genau, push zum links, die Komponente. 50. Crack. Reich weit. Lol. Was ist denn jetzt los? Hey, Toilette. Oh, 30, 60, 100. Crack, reich weit. Dead. Ist ein bisschen blöd, glaube ich. Der steht nur da. Der bewegt hier gar nicht. 20, was ist los? Sein? Hab ihn. Sehr gut. Aha. Ein Aufschießen, oder? Geht das nicht? Ja. Komm. Hallo? 80. Ah? Ich kletter hier. Weiß nicht. Ja, ich auch. Dead. Geht Zipline hoch? Nein. Ohne Zipline haben wir gesagt. Ein bisschen low. Low, ich hab ihn gehittet. Der ist low. Geh du hoch, du bist voll. Ich aim ab. 50 weit. Dead. Geil, hau ab. Da killst du her, oder? 30. Track. Das sind so Kleinigkeiten, da musst du unbedingt anfangen zu raffen, weil da werden wir bestraft. Mann, Digga, ich mach das ja nicht nur in Film, ich mach's ja hier. Aber ja, da, genau, das finde ich nicht. Ab ihn. Wo? Abgebrochen, 130. Dead. Noch ein bisschen. Nice, schön. Mhm. Karte kannst du vergessen, glaube ich. Vielleicht haben wir noch Goldies oder so für mich. Ja, der eine hatte oben auf jeden Fall einen Goldie. Der wollte gerade poppen, glaube ich. Splash. Ja, ja. Oh mein Gott. Unlucky.